ausgemachte Distanz, 3 Runden, a 5 Minuten. Wir legen uns zum Catchweight im Leichtgewicht, 72 Kilogramm. Unparteiischer Ring, Herr Staffel Ramelow. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hauptkampfapplaus für den Hauptkampf, für die Hauptkämpfer, Patrick Berischer und Nasrat Hakparas. Second Sound, betreu aus dem Ring. Second Sound, please. Nicht blitzen. Ring frei. Runde 1, First Round. Los geht's. Nasrat in der schwarzen Hose, Patrick in der weißen. War diesmal auch sehr interessant. Nasrat hat ja seine Vorbereitung relativ öffentlich auf Facebook gemacht, während man von Patrick in den 2 Monaten, die zu dieser Veranstaltung geführt haben, eigentlich gar nichts gesehen hat. Ist jemand, der ganz in Ruhe austrainiert hat. Gestern habe ich dann das erste Foto auf Facebook von ihm gesehen, in Hamburg schon. Seine bisher einzige Niederlage hat Nasrat ja damals bei Wheel of MMA kassiert. Durch angesprungenen Triangle von Adrian Ruf. Ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, es war eine der ersten 2 oder 3 Shows. Ich glaube, es war die 2. Nasrat versucht immer wieder mit den Ellbogen durchzukommen. Ja, das war gerade ein guter Ansatz von ihm auch. Schafft sich Distanz und kommt dann mit den Ellbogen wieder rein. Aber jetzt im Clinch. Da wieder. Pressured Patrick gegen den Cage. Genau das ist das, was gefordert wird. Alles gut. Alles bestens. Oh, schöner Trip-Takedown. Bleibt in Top-Control. Aber Patrick schiebt gleich auf Distanz, versucht über ein Double-Leg hochzukommen. Oh, das sah fast aus wie ein Knie, was er im letzten Moment abgebrochen hat, Gott sei Dank. Hat er sich noch überlegt, genau. Und im Stand-Up weiter. Oh, da hat Patrick beide Hände fallen lassen auf so einen Mittelkick. Schön technisch gefüttert. Beide Kämpfer relativ gelassen. Schöne Kombination. Patrick versucht den Takedown, hat seinen Kopf sehr weit außen, aber Nasrat verhindert gut mit Anlauf rechts und links mit der Kopfkontrolle. Er mag diese linken Ellbogen aus der kurzen Distanz. Ja, gerade hat er auch eine Schulter geworfen. Wohin? Zum Kinn. Na, Gott sei Dank. Oh, da ist er gut durchgekommen. Ja, mit einer schönen geraden Kombination. Für einen Schlaghand und ein gerades Knie hinterher. Und Nasrat hat den Fehler gemacht, gerade nach hinten zu gehen. Aber, oh, harter Doppel-Eck-Takedown. Harter Double-Eck-Takedown wird auch sofort vom Publikum hier honoriert. Honoriert. Mit Applaus. Nasrat hängt jetzt in der Butterfly da. Für die Anweisung, dass er unten bleiben soll. Das hat man Druck. Oh, schönes Knie. Aber es ist die erste Runde. Nasrat hat die Kondi. Patrick wird man sehen, ob er den Ringrost losgeworden ist. Wirkt aber auch sehr austrainiert noch. Aber doch ein bisschen angegriffener jetzt. Und da kommt die Rechte gleich durch und straft mich Lügen. Patrick hat ein schönes, sauberes, gerades Boxen und kommt jetzt nicht rein. Schöner Uppercut von Nasrat. Da bricht er ab.
kontinuierlich am Schlagen Nasrat. Ja, im Augenblick eindeutig doch besser, aber Patrick kriegt den Takedown. Und passiert sofort. Nasrat wird da rauskommen, behaupte ich jetzt mal. Ja, indem er seinen Rücken aufgibt. Da muss er aufpassen, da ist Patrick schnell mit bei. Schöne Kontrolle für Patrick. Ja, holt sich auch wirklich gut die Back-Control. 22 Sekunden ist natürlich beide jetzt auch knapp. Drin jetzt fast. Nasrat ist da eiskalt, denkt auch, die Zeit schaffe ich. Mount. Kommt sogar wieder fast auf die Beine. Turtle schafft er nochmal hoch. Das ist noch nicht zu Ende. Oh, oh. Und da rettet. Da rettet die Runde. Ende der ersten Runde. Patrick bleibt aber liegen, ob er aus dem Ding nochmal hochkommt. Ziemlich hart getroffen hat er ihn da. Das war auch noch vor dem Rundenende. Ja. Er hat jetzt eine Minute Zeit, sich zu erholen. Das kann knapp werden. Da hat der Gong gerettet. Im Boxen gibt es manchmal die Regelung, dass der Gong nicht rettet. Hier rettet er. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Beide Ecken, Seconds out. Mal gucken, ob Patrick Ecke jetzt blau, Seconds out. Sein Team gibt den Kampf frei, der Arzt auch. Ring frei zur Patrick atmet tief durch. Sieht noch relativ entschlossen aus. Er ist natürlich auch ein Veteran, der weiß, wann er geschlagen ist. Also alles wieder offen. Aber er wurde schon mal angeklingelt. Oh, da geht er wieder zu Boden. Das wird wahrscheinlich das Ende sein. Ja. Da hat Nasrat das Ding nach Hause gefahren. Ja, da hätte er sich vielleicht doch überlegen sollen, in der zweiten Runde drinnen zu bleiben. Da hat er sich nicht erholt gehabt. Und Nasrat ist einfach auch eine Macht. Ja. Sehr sauber gekämpft. Technisch sehr versiert. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen. Hier das offizielle Urteil. Der Referee stoppte den Kampf in der zweiten Runde nach 18 Sekunden bei Ground and Pound. Und der Sieg geht an Nasrat Akkas. Yo, Rusbett. Frank, Henning. Ich bedanke mich, war Henning. War mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Das war's. Feierabend. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir sehen euch bald wieder. Wir Wheel of MMA in Dresden und in Basel und in Berlin und nächstes Jahr in München, Hannover, Oberhausen, Ludwigshafen und überhaupt in der ganzen Welt. You name it. Wir sind da. Ihr hoffentlich auch. Danke für den wunderschönen Abend.